und vielleicht dazu ein kleiner Kommentar. Ich bin ja auch B-Leader fürs B-Lab Europe, ja, und bin der Zertifizierung von Firmen unterwegs, und da gibt es ja auch um die Triple P, Bottom Line, People, Planet, Profit, und die Definition von den richtigen Werten für Planet zum Beispiel, ja, in diesem Fall. Und da fällt mir die Story ein, dass vor der Weltwirtschaftskrise 1930 durften in den USA Firmen ihren Geschäftsvorgänge oder Geschäftserfolg so aufschreiben, wie sie wollten. Ja, es gab keine Standards. Und das hat dazu geführt, dass es eine wahnsinnige Überbewertung von diesen Firmen gab. Und das hat dann ein paar Leute mal mitbekommen. Und da gab es eben, das hat dann dazu geführt, dass es eben diesen Börsencrash gab und diesen Black Monday. Und in den 1930er Jahren hat man dann die General Accounting Principles eingeführt, die Gap Principles. Ja. Und ich denke, wir sind jetzt, wenn man das als Analogie nimmt für Profit oder für Money, ja, sind wir jetzt gerade dabei, als Weltgemeinschaft globale Standards dafür zu suchen. Und hoffentlich braucht es dafür nicht nochmal einen Börsencrash oder eine Weltwirtschaftskrise, sondern dass wir uns darauf einigen. Wahrscheinlich geführt durch, weiß ich nicht, ob es die UN ist oder die WHO oder wer auch immer, der das zusammenbringt. Weil wir wissen ja, als die Container standardisiert wurden, ging der Containerhandel los. Als die Eisenbahngleise standardisiert wurden, konnte man von einem Land ins nächste fahren. Und ich denke, wir sind da gerade so auf so einer Suche, ja, wo es wie Pilze aus dem Boden springt. Und wie du richtig sagst, dass du weißt nicht, wie du es quer vergleichen kannst, weil es nicht standardisiert ist. Und es braucht diese klaren globalen Standards, damit ich A mit B und mit C vergleichen kann, um wirklich eine profunde oder wissenschaftliche oder faktenbasierte Entscheidung zu treffen. Das vielleicht nur so als kleine Story am Rande, dass wir das selbst hoffentlich hinbekommen.